Von daher kann ich sagen, wir kommen zu einem weiteren Part mal nach Zahn mit Firma SFK. Das Problem ist, mein Handy hat mal wieder kein Internet. Ja, dann halt, wir kommen zu einem weiteren Part. Pokémon Light Platinum, diesmal mit der Wasserarena. Der dritten. Also, das ging schnell, ne? Wir werden hauptsächlich hier Bisaflor nutzen. Warum kann man da überhaupt hin? Wait. Das ist weird. Ist das ein Bug? Ist sowas von Bug, oder? Zumindest kommt man hier nicht weiter. Alter, ich konnte einfach vorher durch. Ja, wie scheiße ist das denn programmiert? Digga, warum sollte ich euer scheiß Rätsel machen? Ist mein Ernst, ich kann da einfach so schon drüber. Was ist denn das für eine scheiß Arena? Ja, Leute, ich bin jetzt Arena-Leiter. Arena-Leiter, wenn man sagt, cool. Kommt der ernsthaft erst, wenn man alle Schalter aktiviert hat, oder? Das ist so schwach, ne? Dass man das so einfach drüber kann. Sagt mir jetzt aber nicht, dass der jetzt da ist. Habe ich die Schalt. Okay. Anscheinend ist das so oder so nicht da. Anscheinend müssen wir noch irgendwas machen. Warum haben wir schon die Arena lässt? Keine Ahnung. Das Spiel erzählt das ja einem nicht. Oder ich bin zu dumm, um es zu verstehen. Mann, da habe ich mich auf die Wasserarena gefreut, ne? Weil Bisaflor ein bisschen kämpfen kann jetzt, aber. Komm. Das sieht mega weird aus. Dass sie so ineinander klippen. Die Dinger hingegen sehen ganz cool aus. Schrumpfort. Otherwise people may enter here. Okay. Ich meine, hier braucht man ein Ticket. Oh, you need as a ticket, okay. Ich kapiere irgendwie nicht, was ich machen muss. Was muss ich machen? Hier ist niemand, okay. Mann, ich hasse das, wenn man suchen muss. Ah, vielleicht bei den zwei. Hello, I'm Steven from the Hoenn region. Actually, I'm the Koenn-Hoenn League champion. Ash told me about you. Could you help me? Hi, I'm Lucas, the leader of Shaunport City Gym. Steven and I were waiting for you so that we could travel by Zeppelin to Imatari Island. It says you've got skill and we have many battles ahead of us. What it looks like, Team Steam is trying to lose two powerful legendary Pokémon from their slumber with the blue orb and the red orb. Marina and Terra, the two Steam leaders, will be there, so the battle will be surely be difficult. Do you want to come with us to Imatari Island? Ja. Alright, let's go to him. Alter, ohne Scheiß, dieser Arena-Leiter hier sieht echt aus, als wäre der Sohn vielleicht von Steven, also von Troy. Okay. Hier sind die Trainer.
Die werden bestimmt nicht so einfach vorbeikommen, also man muss schon kämpfen. Vor allem, wer hat gesagt, dass ich euch im Weg stehe? Ich will da einfach nur durch. Das heißt auch nicht, dass ich euch im Weg stehen will. Ich will vielleicht einfach nur die Bäume hier entdecken. Willst mich nicht gleich angreifen, ihr hohen Söhne. Oh, ich habe wieder Internet auf dem Handy. Erstmal mal nach Zahlen machen. Im Part. Weil ich auch so professionell bin. Ja, das Geile ist, da gibt es auch so ein Achievement-System, mit dem man. Ja, so neue Sachen bekommt, so. Neue Mal nach Zahlen-Motive, so. Davon habe ich echt kaum gemacht. Ich glaube, zwei Stück. Irgendwie sind auch täglich neue. Ich habe gar nicht nachgesehen, wer kommt. Wer kommt denn? Bronzel, okay. In Prison. Er sealed meine Moves. Was? Was soll ich darunter verstehen? Auf jeden Fall hier mein Mal nach Zeitling, das ist so ein mit so Tikis, ne? Und dem Namen von irgendeinem Land unten. Zimbabwe oder was auch immer. Keine Ahnung, ich glaube, das ist auf Englisch. So, haben wir den besiegt. Können wir beim zweiten weitermachen, dann bin ich schnell zu meinem Alter zahlen. Jetzt kommen wir. Oh, sehen wir jetzt eine kleine Vorschau, mit wie vielen Trainern es hier gibt. Warum sehen wir mit fucking Rüben? Even Steven and Lucas together can't stop us now. It's time to use the blue and red orbs on the Sacred Mountain and awaken the two sleeping legendary Pokémon. Die kam zu spät. Sag mir jetzt nicht, das ist ein Groudon und Kyogre, bitte. Es sind Groudon und Kyogre. Alter, das war in den Augen war gerade cool. Wie viele Farben hat der hier, der Gedöns hier eigentlich? Oder? Man kann einfach zwei skippen. Nice. So, wie viele Farben hat das Ding hier? Auf jeden Fall. Okay, 7, 68. Ich bin schon bei der Nummer 9, glaube ich. Schnell, 7 noch. Okay. Scheiße, ich habe gerade nicht aufgepasst, was ich auf das, was ich mache. Ich habe einfach den A-Knopf gespammt. Ich Idiot. Aber es hat gereicht. Miss Grievous. Ich dachte eigentlich schon die Weiterentwicklung, aber okay, dann halt nicht. So, das war's auch schon. So. Danke für die Schilder hier.
Ist das jetzt irgendeine besondere Trainerin? So, das ist die schon wieder. Warum steht die da einfach nur rum wie ein normaler Trainer? Das hat ja vorhin auch gereicht. Komm, machen wir es doch mal. Bist du einfach. Kill ihn. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch vorhin gekötet, kann auch sein. Okay, jetzt killt sie anscheinend nicht. Komm, triff. Bitte. Danke. Du müsstest sterben, oder? Ja. Ich habe hier schon wieder nicht gesehen, wer kommt. Meine Fresse. Okay, pure ugly. Das ist so hässlich, dass man es in seinem Namen schon geschrieben hat. Ich glaube, die Entwickler bei Game Freak haben dieses Pokémon geliebt. Hör auf, so verwirrt zu sein. So getroffen und tot. So, jetzt gucke ich aber, wer als nächstes kommt. Driftblim, okay. Nebenbei, ich habe jetzt schon seit Tagen nichts mehr hochgeladen. Also doch, ich habe hochgeladen, aber nichts mehr öffentlich gemacht, ne? Deswegen, ich nehme das hier während dieser Videoflaute auf, ne? Wo kaum Videos kommen. Und das liegt eigentlich nur daran, dass ich kaum Videos auf Vorrat habe, ne? Ja, ich weiß, das Video wird viel zu spät kommen, aber egal. Als dass das noch irgendwen interessiert. Deine Gebäude hat nachträglich gespawnt. Jürgen, Luxe. Mein Gott, eine passende Musik, die spielt. Dass ich das noch miterleben darf. Okay, das ist nicht normal, das da unten. Das ist überhaupt nicht normal. Ist gerade mega weird mit den Textboxen. Sowas hätte man echt rauspatchen müssen, ne? Und es kann auch nicht sein, dass sowas einem nicht auffällt. So ein Glitch fällt schon auf. Boah, da hat der echt so wenig von einer Attacke bekommen.
Ding ist halt, bei Petal Dance habe ich Angst, dass er den anderen trifft. Okay, er nutzt Protect. Stimmt, ich habe vergessen, dass der Levitate hat. Der hat ja gar keine Schwäche, ne? Komm, triff. Nein, du triffst den falschen, du spaßt. Rockseite habe ich eigentlich für den vorbereitet. Über Level 32, so overleveln sind wir dann doch, overleveln sind wir dann doch nicht. Stimmt, der wurde jetzt ernsthaft nicht verwirrt wegen dem Schutzschild? Geil. Outrage. Das ist interessant. Das ist sogar sehr interessant. Ich werde es mal versuchen mit Wutanfall. Sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass Bisaflor das erlernen kann. Bestimmt wusste ich es mal, ne? Aber ja. Ich richtig Pokémon gespielt habe, ist auch schon ein paar Jahre schon her, ne? Da habe ich safe gewusst. Ich glaube, jetzt fällt es mir sogar gerade wieder ein. Stimmt, der konnte Wutanfall. So, haben wir euch besiegt. Despite our loss, our plan is still complete. We will awaken the legendary Pokémon Kyogre and Groudon. And we will catch them at any cost. Warum sind da eigentlich zwei Pokébälle? Oh, da sind sie ja. Beefen erstmal. Alter Dicker, kaum seid ihr aufgewacht, schon muss es wieder Beef geben. Unglaublich. Ist YouTube Deutschland, Alter. Arceus is using its telepathic powers to erase their memories. Oh. Are you okay? You've been asleep for 3 days. I don't really know what happened. But Team 7 disappeared and the blue and red orb were absorbed. Into Imatari Island. Never to be used again. We are safe for now. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir safe sind, so. Also fürs Erste schon, aber nicht auf ewig so, ne? Lucas asks you to meet him in Schomford City's Lighthouse. Good luck. Oh Mann, hab ich geschlafen. Warum bin ich eigentlich nur im random NPC-Haus und pennen? Hätte die nicht irgendeinen speziellen Ort dafür machen können? Naja, okay, Lighthouse. Das ist die Arena. Ich hoffe, dass wir noch in die Arena kommen heute.
Das sieht jetzt auch nicht aus wie ein Lighthouse. Wo ist der Leuchtturm? Stimmt, das gehört ja auch noch dazu, ne? Zur Stadt. Schon komplett vergessen. Die Stadt, das wäre schon noch eine Route. Das ist eine Route. Und scheiße, an sich ist die Rubin-Safir-Musik ist zwar mega schön, ne? Aber irgendwann nervt sie zu hören, so. Auch wenn die Musik mega legendary ist und so, ne? Muss das sein? Müssen wir jetzt einen auf Gold, Silber, Kristall machen? Ne, ich meine, Diamant Perl gibt es auch einen Leuchtturm, ne, mit dem Arena-Leiter drin. Aber da gab es keine Trainer, ne? Ich habe echt gehofft, dass es eher wie ein Diamond Pearl ist. Ja, ich wurde nicht geheilt, warum auch immer eigentlich, ne? Wenn ich es halt zum Ausruhen hatte, hatten es meine Pokémon doch auch oder etwa nicht. Biberl. Ich habe echt gehofft, dass wir heute die Arena machen. Poliwhirl. Riesen kann er noch so leveln. Stutzende Top-Genesung, haben wir die überhaupt? Auf jeden Fall einen Hyper-Potion haben wir. Komm, damit ich nicht nochmal paralysiert, bleiben wir paralysiert einfach. 500er IQ. Ich weiß. Boah, Turtle. Das ist Schillock, oder? Der hat doch mit Shiggy angefangen, ne? Lecker. Dieser Flor. Schmeckt bestimmt lecker. Kappa. So, komm, machen wir jetzt mal sowas, so ein Goldfisch oder so. Okay, keine Internetverbindung, fick dich, Handy. Immer wenn ich sie brauche, ist sie nicht da. Also die Internetverbindung. Naja, ich hätte eh keine Zeit gehabt, das in dem Part fertig zu kriegen. Habe keinen Bock auf die Trainer. Ich speed das mal ein bisschen für euch. Ich habe vergessen, die Paralyse wegzumachen. Der ist jetzt auch bald Level 40. Grün Schnabel hätte da mehr Sinn ergeben, irgendwie. Cool. Komm, der letzte Kampf darfst du machen, Schlafsan.
Na. Ich bräuchte echt so langsam ein viertes Teammitglied, merke ich, ne? Okay, ich dachte eigentlich, das wäre Bojelin, nicht Bambelin, aber egal. Egal. Okay, anscheinend habe ich jetzt auf einmal wieder Internet. Das ist echt weird. Vor allem, das ist dann beim Internet hier zu Hause angeschlossen, ne? So, bevor ich es vergesse. Wir werden wahrscheinlich erst die Arena im nächsten Part machen. Alter, irgendwas, irgendein Clip aus dem arabischen One Piece, Alter, das muss ich mir später gönnen. Nach dem Part. Alter, wieso ich mir das vorstellen, One Piece auf Arabisch? Allein der Gedanke. Vor allem, ja, okay. Zwei Punkte gehen voll klar. Das war gerade voll weird. Ich kann mir vorstellen, dass der auch vier Pokémon hat. Der vorige hatte zwar zwei, aber der könnte vier haben. Nein, drei. Vier die Mitte. Kanivana. Weimar. Sich wäre schon geil, Gigasauger drauf zu haben, statt Razor Leaf, ne? Der Gigasauger hier ist nicht so stark. Ne, Let's Go war der irgendwie mega overpowered, oder? Da haben die doch die Stärke erhöht normal von Gigasauger. Oder gab es da überhaupt Gigasauger? Da hatten die dort nur Megasauger. Sag mir bitte, dass wir danach ganz oben sind. Bestimmt, die können ja auch noch Kampf-Pokémon haben, ne? Aber Wutanfall wird nicht auf ewig in meinem Moveset bleiben, ne? Okay, hier ist er schon. Looking out to the sea feel. I feel a great power that strengthens my water Pokémon. Immer cool, dass man da draußen die Schiffe sieht. Very well, Root. I will return to my gym. Come challenge me if you think you are worthy my badge. Okay, dann gehe ich nochmal. Gehe ich mich wieder vor die Arena positionieren? Wie am Ende des letzten Parts. Und der Plot-Twist. Ja, schon wieder nicht, ne? Sorry. Kommt doch was dazwischen. Was den ganzen Part dauert. Alter, manchmal ist die Steuerung auf dem Emulator mega weird. Manchmal werden meine Inputs nicht angenommen. Ist aber beim Spiel wie Pokémon gar nicht so schlimm, ne? Schon wieder ist das so ein Spaß vom Pokémon Center. Ich hasse es. Warum kann man hier nicht die Turbo-Treter nutzen? Das hasse ich auch.
So, jetzt positionieren wir uns aber wirklich vor der Arena. Ich würde es nicht mal wundern, wenn es jetzt Trainer drin gibt. Vorhin habe ich so auf die Arena gefreut und dann so, ja, nee, Bruder. Okay, jetzt gibt es hier Trainer. Nee, gut, aber warum soll ich gegen die Trainer kämpfen? Naja, das war's für ein paar Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Süß.